Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, was Software as a Service genau ist, warum es so aktuell ist und so wertvoll. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video über Software as a Service. Der Begriff SaaS steht für Software as a Service und umfasst Anwendungen, die über das Internet als Service oder Dienst bereitgestellt sind. Diese Industrie von Software as a Service Anbietern wächst seit einigen Jahren mit sehr hohen Wachstumsraten. Wie sieht das nun konkret aus? Ein SaaS-Benutzer abonniert eine Anwendung, anstatt sie einmal zu kaufen und zu installieren. Auf eine SaaS-Anwendung kann über einen Browser oder eine App zugegriffen werden. Anstatt Software zu installieren und zu warten, verbindet man sich einfach über das Internet auf diesen Service und erspart sich die mühsame Installation von komplexer Software und dazugehörigen Hardware-Anforderungen. Die eigentliche Anwendung läuft auf Cloud-Servern, die weit weg vom Standard eines Benutzers entfernt sein können und ist meistens auf Kontinente verteilt. Gängige Beispiele für SaaS-Anwendungen sind Online-E-Mail-Anwendungen wie Gmail von Google oder auch Office 365 von Microsoft. Für wen sind nun diese SaaS-Lösungen wertvoll? Vor allem für Groß- und Kleinunternehmen oder auch Einzelpersonen, wenn die notwendige Infrastruktur, Plattformen und Software nicht selbst verwaltet werden kann oder möchte. Oder auch, wenn Softwareabonnements über ein monatliches Abo-Modell bevorzugt werden, hingegen einer dreijährigen Lizenz. Sehen wir uns das nun konkret an einer sehr bekannten Software as a Service Lösung an, und zwar der Power BI Online-Dienst von Microsoft. Ich bin nun auf den Power BI Online von Microsoft eingestiegen über die Adresse app.powerbi.com und habe nun in diesen Start, auf dieser Startseite die Möglichkeit, einen eigenen Bericht online zu erstellen. Die Alternative wäre, ich würde Power BI Desktop auf meinen Rechner installieren und dort den Bericht entwickeln, entwerfen und dann anschließend auf einen Reporting-Server bereitstellen. Dieser Vorgang kann, wie gesagt, abgekürzt werden, da ich in diesem Service bereits einen Bericht erstellen kann. Ich muss nun hier im ersten Schritt eine Datenquelle spezifizieren. Wie hier zu sehen, kann ich nun beispielsweise eine Tabelle mit einer Spalte von Testwerten angeben und kann hier nun entsprechend Werte eintragen und nenne diese Tabelle als Testdaten. Nun bestätige ich diese Dateneingabe und habe die Möglichkeit, auf Basis dieser Tabelle einen Bericht zu erstellen. Wie hier schön zu sehen, bietet mir dieses Power BI Online die Möglichkeit an, im Browser einen Bericht zu erstellen. Und zwar will ich nun bearbeiten und habe dann die Möglichkeit, entsprechende Diagramme und weitere Auswertungen auf Basis dieser Werte mir anzuzeigen. Wie ihr seht, wurde hier die gesamte Entwicklung und Entwerfen von Berichten in diesem Dienst verschoben bzw. bietet dieser Dienst uns an. Das bedeutet, man ist komplett unabhängig von wo man aus arbeitet und von welchem System. Man benötigt letztendlich eine Internetverbindung und einen Browser. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video das Thema SaaS näher bringen und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Tschüss, danke und bis bald.